Was bedeutet Basel II für die Unternehmen? Was sind die Auswirkungen? Nicht so sehr für die Banken, die müssen natürlich ihre Systeme umstellen, das haben sie gemacht inzwischen, sondern für die Unternehmen. Zunächst einmal, viele Unterlagen müssen der Bank eingereicht werden. Ja, viele Unterlagen. Ja, die Bank will die BWA sehen. Ja, aber das ist nicht alles. Ja, die Bank will viele, viele Unterlagen haben, um diese Einwertung zu machen. Ja, das heißt, wir können Basel II als Motivation für uns nehmen, mal unsere Buchhaltung auf Vordermann zu bringen und auch aktuell zu halten oder zu machen, weil wir der Bank eine Menge Zeug einreichen müssen. Ja, BWA, Selbstauskunft. Wie sieht es denn aus mit der Nachfolgeregelung für das Unternehmen? Ja, mittelständische Unternehmen, großes Problem. Wie sieht es denn aus, wenn Sie mal nicht mehr können oder wenn Sie tot umfallen? Gibt es da Nachfolger? Ist der Nachfolger eingearbeitet? In vielen mittelständischen Unternehmen ist das eine wichtige Frage. Und das ist ein großes Problem in vielen mittelständischen Unternehmen. Da gibt es entweder keine Kinder oder die Kinder, die sagen, also wie der mein Vater sich da krumm gemacht hat für das Unternehmen, da habe ich aber keine Lust zu. Ja, die wollen nicht. Da wird schwer, Nachfolger zu finden. Also diese alte Tradition, dass das vom Vater auf den Sohn übertragen wird, ja, das ging über viele Jahre, Jahrzehnte, Generationen ging das so. Das ist nicht mehr so uneingeschränkt so, dass der Sohn unbedingt den Schreinerbetrieb des Vaters übernehmen will. Oh, der hat andere Vorstellungen. Ja, der will was anderes machen mit seinem Leben. Ja, der hat sich das angeschaut, was sein Vater so sein Leben lang für einen Stress hatte. Der sagt, nee, das mache ich nicht. Ja, also das sind solche Fragen. Eine Menge Unterlagen, eine Menge Dinge, die zu beleuchten sind. Dann kann man sagen, gute Unternehmen kriegen Leichtkredite, schlechte Unternehmen kriegen schwerer Kredite. Oder zu Oder zu einem schlechteren Zins. Ja? Also für schlechte Unternehmen, Unternehmen, die schlecht eingewertet sind, also im Rating schlecht stehen, werden die Kredite teurer. Das war früher nicht so mit dieser Ausdifferenzierung. Das ist heute so. Das kann bis 5% Unterschied machen. Das ist eine Menge. Also Unternehmen, die eh schon schlecht dastehen, müssen für den Kredit mehr bezahlen als gute Unternehmen. Andererseits kann so ein Rating aber auch eine Inspiration sein für das Unternehmen, einmal zu sehen, genauer wo es steht, aus Sicht der Bank. Und ein, bitte? Genau, wo es sich verbessern kann. Also, wie soll man sagen, Indikatoren, Anzeiger zur Verbesserung. Ja, Indikatoren oder Anzeiger zur Verbesserung. Man kann das Gespräch mal suchen mit der Bank und sagen, warum bin ich so eingewertet? Die Banken sind da durchaus ganz glücklich, ja, weil die ganz stolz sind auf das, was sie da sich so zusammengebastelt haben in dieses Core-Modell. Und dann macht man mal ein Gespräch. Und sagt, ich will mein Rating verbessern, weil was ich im Moment an Zinsen zahle, ist doch eine Menge. Ne? Ich möchte mich da verbessern. Was kann ich denn tun? Wo sind denn die kritischen Punkte? Dann sagt er so, so und so, dann wissen Sie, was zu tun ist. Ne? Man kann das als Maßstab nehmen, um sich zu verbessern. Ne? Erste Regel immer, du musst es messbar machen. Wenn du es messbar gemacht hast, dann kannst du verbessern. Weil du dann weißt, welche Aktionen du tun musst und welche Aktionen welche Auswirkungen haben. Setzt aber Messbarkeit voraus. Das ist immer der erste wichtige Schritt, etwas Nicht-Messbares messbar zu machen.